Guten Morgen hier aus unserem Auto. Guten Morgen, wir wünschen euch einen schönen Sonntag. Bei 23,5 Grad, wir nähern uns unserer Lieblingstemperatur, 22 Grad. Und wir beide sehen mal wieder aus wie Pat und Patachon, als hätten wir uns farblich abgesprochen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft das passiert, dass wir beide irgendwie morgens aus dem Bad kommen oder was weiß ich, angezogen nach unten kommen und haben haargenau die gleichen Farben an. Wir sind echt Pat und Patachon. Bekloppt. Total bekloppt. Es ist auch total süß, wenn man immer die gleichen Sachen anhat. Demnächst tragen wir den gleichen Trainingsanzug. Dann haben wir die Kontrolle über unser Leben verloren. Absolut. Wir waren gestern Abend auf einem Geburtstag und im Nachhinein haben wir gedacht, das war wahrscheinlich keine gute Idee, weil so gegen 10:30 muss es gewesen sein, mussten wir die Veranstaltung verlassen. Da wollten wir gar nicht hin. Wo wolltest du denn sonst langfahren? Da wollten wir langfahren. Da kann man nicht langfahren. Ach so, das ist eine Baustelle. Alles klar? Vollkommen recht. Wir sind hier im Moment so von Baustellen umzingelt. Aber daran habe ich mich mittlerweile noch nicht dran gewöhnt. Also wir waren gestern auf einer Geburtstagsparty bei Freunden und gegen 10:30 mussten wir die Veranstaltung verlassen, weil mich hat ein Hustenanfall erwischt. Ach, und dass wir frühzeitig irgendwo gehen, wenn das lustig und nett und unterhaltsam ist, das passiert eigentlich nie. Also das war jetzt echt... Ja. Und im Nachhinein muss man sagen, vielleicht haben wir die Veranstaltung sogar dadurch gesprengt. Das ist ja dann für die anderen auch nicht sehr angenehm, wenn da so einer sitzt, der dauernd hustet. Auf jeden Fall sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch für die Geburtstagseinladung, für das köstliche Essen, für die tollen Gastgeber. Das verstehe ich jetzt nicht. Hier ist schon wieder Markt an den Markthallen von San Fernando. Warum verstehst du das nicht? Weil doch diese Halle umgebaut wird. Der kommerzielle Markt ist weg. Das ist doch nur noch der private Flohmarkt. Ja, ja, aber warum haben die denn die Möglichkeit, hier ihre Zelte aufzubauen und die anderen nicht? Weil es hieß doch immer, die Halle wird jetzt umgebaut. Tja, süß, ja. Das passiert wahrscheinlich in ewigen Zeiten noch nicht. Das verstehe ich nicht. Das heißt es natürlich, der Markt ist umgezogen, aber tja, sonntags ist der private Flohmarkt doch immer noch hier. Wahnsinn, ich verstehe es nicht. Aber egal. Wir sind heute zum Thema Wohnen auf Gran Canaria unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal den Stadtteil Playa del Ingles angucken. Wenn ist das ein Stadtteil? Ja, kann man sagen. Und ein Ortsteil. Aha. Ich dachte, das wäre ein eigenständiger Ort. Nein, das gehört zur Region Maspalomas. Ja, okay. Vielleicht ist es auch ein eigenständiger Ort, aber ich glaube nicht, dass Playa del Ingles einen eigenen Bürgermeister hat. Aber egal, wir fahren jetzt auf jeden Fall in den Teil Playa del Ingles. Der ist ja bei sehr, sehr vielen Menschen bekannt als die Partyzone von Gran Canaria oder von Maspalomas besser gesagt. Ich würde auch sagen, es ist die touristische Hochburg hier unten genau. Im Süden. Ne? Und eigentlich erwartet man ja nicht, dass man da irgendwie wohnen kann, oder? Das war zumindest bei uns so, als wir hier unseren Bungalow gekauft haben. Da sind wir nie auf die Idee gekommen, überhaupt mal in Playa del Ingles zu gucken. Kam für uns gar nicht in Frage. Und jetzt nach einiger Zeit und des Kennenlernens des Südens und der Insel überhaupt, haben wir festgestellt, wir hätten auch durchaus in Playa del Ingles das ein oder andere Objekt für uns finden können. Auf jeden Fall. Also Playa del Ingles, man glaubt es kaum, hat total ruhige Ecken. Ja, absolut. Und die zeigen wir euch jetzt mal. So machen wir das. Wer nach Playa del Ingles fährt, braucht eine Bergziegenausrüstung. Also es ist nicht möglich, nach Playa del Ingles zu fahren oder zu gehen, ohne irgendeinen Berg zu erklimmen. Und diesen ersten Berg werden wir jetzt hier gleich erklimmen. Bin ich heute Morgen schon hochgelatscht? Das Auto geholt. Weil ich das Auto abgeholt habe. Also das ist immer eine Herausforderung, diesen Berg hier zu nehmen. Kannst du mal die Scheibenwischer anmachen? Man sieht ja kaum was. Also jetzt verlassen wir den Ortsteil Campo Internacional. Hier rechts geht es zum Golfplatz. Hier vor uns ist der Botanische Garten. Ja, und hier geht jetzt der Berg hoch. Der kostet Körner. Man sieht das an dem Fahrradfahrer vielleicht. Der scheint tatsächlich ohne E-Bike unterwegs zu sein. Zieh! Der tritt noch echt, ja, und er kämpft.
Macht das ganz locker hier. Ja, aber es ist schon anstrengend, den Berg hier bei 28, 29 oder mehr Graden im Sommer hier hoch zu eiern. So, und jetzt sind wir in Playa del Ingles. Hier war heute Morgen eine Polizeikontrolle. Ja. Wir fahren mal die Avenida de Gran Canaria runter. Zur rechten und zur linken Hand haben wir hier schon Bungalow-Anlagen. Ja, also diese Bungalow-Anlagen Coca Golf. Man sieht, die haben alle eine eigene Garage. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so unwichtig. Und die gucken alle runter auf den Golfplatz von Maspalomas. Und haben also wahrscheinlich auch mehr Blick. Also ist ganz schön hier. Und hier genau, zum Atlantik kann man auch rüber gucken. Und die Avenida de Gran Canaria, auf der wir jetzt sind, das ist eine relativ stark befahrene Straße, aber man hört sie kaum. Also je nachdem, wo der Bungalow natürlich liegt, ist es erstaunlich. Also ich glaube, zur rechten Hand hier, Schatz, das sind Einfamilienhäuser, oder? Das sind keine Anlagen hier in diesem Fall. Ja, die erste war Coca Golf, das war so ja, okay. Bungalows. Aber die ist aber Einfamilienhäuser hier? Stehen hier auch, ja. Mhm. Ja. So, und jetzt auf der linken Seite beginnt jetzt der bekannte, berühmte Sun Club. Ja. Das ist die älteste Bungalow-Anlage hier im Süden von Gran Canaria. Auf der rechten Seite, das ist auch Sun Club. Auf der rechten Seite hier diese Bungalows, die haben den Nachteil, wenn man so will, die haben keinen eigenen Pool. Die müssen dann immer hier rüber gehen auf die andere Seite, wenn sie dann mal in den Pool hüpfen wollen. Dafür haben die natürlich hier den Ausblick auf den Golfplatz und den Atlantik. Bist du sicher? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, dahinter kommt noch eine Straße, eine Stichstraße. Aber gut. Das ist dann hier der, ich verwechsel das immer, das ist jetzt auf der linken Seite und auf der rechten Seite, das ist der obere Sun Club. Hier oben sagt man auch, dazu sagt man glaube ich auch Doctor Center. Weil hier ein Doctor Center drin war oder ist. Das ist der Sun Club Doctor Center. Und das ist der Sun Club hier unten Gofio, weil da, Gofio heißt das, ne? Ja. Weil da ein Restaurant drin ist. Ich glaube, die Bungalows sind alle relativ gleich groß und verfügen so über, ich würde schätzen, 75 Quadratmeter. Ja. Um und bei, sagt man ja so schön. Die gärtnerische Anlage ist ein Traum. Also da haben die Jungs und Mädchen, die da den Garten schick machen, die haben wirklich ein Händchen, muss man sagen. Also das ist wirklich eine sehr, sehr beliebte Anlage zu wohnen. Allerdings auch etwas teurer, was das Hausgeld angeht. Und unterkellert ist das Ganze auch. Und wir werden demnächst im Sun Club sein. Genau, einer unserer Zuschauer, Stefan, viele Grüße an dieser Stelle. Der hat angeboten, uns den Sun Club mal zu zeigen und wir werden uns dann am kommenden Sonntag hier treffen und dann haben wir die Gelegenheit, dort mal reinzugehen und euch den Sun Club mal vorzustellen. Ja. Auf der, fährst du die Hauptstraße hier mal lang, bitte? Die Tirajana? Ja. Auf der Hauptstraße der Avenida de Tirajana, das ist ja quasi das touristische Zentrum. Hier gibt es sehr, sehr viele Hotels. Aber es gibt hier auch die ein oder andere Apartmentanlage, auch sehr beliebte. Lena Mar, glaube ich, ist sehr beliebt. Ganz weiter hinten, aber das sind hier alles Apartmentanlagen auf der rechten Seite. Ja. Ne? Also wer dann hier wohnen will, der muss wissen, der ist dann mittendrin im touristischen Zentrum. Ob das denn von der Lautstärke her eine Belästigung darstellt, kann ich nicht sagen, weil ich war noch nie in solchen Apartments drin. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, das sind dann so Apartments um die 40 Quadratmeter. Ja. Die meisten mit einem kleinen Balkon und einer Gemeinschaftspoolanlage. Einige sind schon sehr schön saniert oder renoviert. Einige Apartments, ich kenne einige von innen. Ja, und man gibt sich hier auch Mühe, hier dem Zahn der Zeit, sagt man so, ja, so ein bisschen entgegenzuwirken. Hier haben wir wieder eine Apartmentanlage. Aloe. Auch sehr beliebt. Sehr beliebt. Hier unten ist eine deutsche Metzgerei und ein tolles Café, das Café Europa. Kann man super frühstücken. Der Bäcker Zipf ist da und verschiedene kleine Restaurants. Ja. Ja, also hier ist viel in deutscher Hand. Jetzt und auf der rechten Seite das mit dem Roten, das ist das Lena Mar. Ja. Also das ist so das Thema Apartmentanlagen, dort wohnen. Und mitten im Leben sein.
Also erst haben wir ja den Bungalow-Anlage gesehen. Hier direkt an der Tirachana gibt es dann, wie gesagt, nur diese Apartments. Und dann fahren wir jetzt, denke ich mal hier so rechts rein. Da gibt es dann auch noch das eine oder andere ruhigere Wohngebiet. Ja. Und das ist dann der Vorteil von vielen, die das sehen und sagen, ich möchte natürlich komplett hier mit dem Leben was zu tun haben, also mittendrin sein, aber nicht unbedingt hier auf der Avenida de Tirajana wohnen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu dicht dran oder zu laut. Da gibt es dann jetzt diejenigen, die jetzt hier in den Stichstraßen wohnen. Dort ist es sehr, sehr ruhig, ja, muss man wirklich sagen. Hat wunderbare Ausweichmöglichkeiten hier. Ja. Und die Wege sind ja wirklich nicht weit. Es ist ja alles wirklich ein Dorf, ne? Ja, das stimmt. Mensch, und ein bisschen am Leben teilhaben will man ja auch, oder? Also so gänzlich abgeschirmt von allem möchten wir nicht sein, ne? Nein. So, und rund um die Avenida de Tirajana haben wir dann zahlreiche Bungalow-Anlagen, aber auch Hotels, wie hier das Biarritz beispielsweise. Mein allererster Urlaub, ich war 14 Jahre alt mit meinen Eltern, Biarritz. Mann, war das toll. Dieser Kasten hier vor uns, das Principado, soll auch abgerissen werden, nicht kernsaniert werden. Wirst du mal rechts rum, bitte? Ja, die Kamera hatte sich mal kurz verabschiedet wegen Überhitzung. Also das Hotel Principado hat einen Bauantrag gestellt oder ist dabei einzustellen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird es abgerissen und neu gebaut oder aber kernsaniert mit 3 Stockwerken obendrauf. Soll eine 5-Sterne-Hütte werden. Genau. Jetzt stehen wir hier in einer Straße. Ich steige jetzt mal aus, um euch mal live sozusagen zu demonstrieren, ich nehme mal das Mikro mit, live zu demonstrieren, welche Geräusche man jetzt hier hört. Ja, und außer Vogelgezwitscher höre ich hier eigentlich nichts. Wahrscheinlich jetzt auch ein paar Windgeräusche. Und wir sind jetzt... Dort hinten ist das Principado, da sind wir gerade dran vorbeigefahren. Ich würde sagen, von hier zu Fuß auf die Avenida de Tirajana sind keine 10 Minuten. So, und hier sind tatsächlich auch größere Einfamilienhäuser. Man glaubt es kaum. Und teilweise auch wirklich sehr, sehr schick. Wenn man jetzt hier auf der rechten Seite diese, ich vermute, das sind Einfamilienhäuser. Denke ich aber auch. Die sehen auch relativ groß aus, ebenerdig. Ja, man weiß immer nicht, was sich dahinter verbirgt. Das ist tatsächlich oftmals echt großartig, was da so an Fläche zu sehen ist. Ja. Ja, und hier ist tatsächlich, denke ich, der Vorteil, Parkplätze sind wahrscheinlich immer da. Man braucht nicht unbedingt einen eigenen Parkplatz. Man sieht ja, hier gibt es viele Lücken. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem in der Saison. Na, aber die meisten, die haben ja auch einen eigenen Parkplatz, wie man gesehen hat. Ja. Es geht ja immer nur darum, falls mal Besuch kommt, dass die dann auch einen Parkplatz haben. Also ich glaube, das Problem ist nicht ganz so groß. Aber ich glaube, der Riesenvorteil hier in dieser Gegend ist, 10 Minuten zu Fuß mitten im Leben und totale Ruhe. Und ich will nur mal sagen, vor uns liegt der Atlantik, ne? Ja. Was man natürlich immer wieder sehen kann, ist, neben teilweise sehr, sehr hübsch renovierten Immobilien gibt es natürlich auch immer wieder mal so ein bisschen Renovierungsstau zwischendrin. Absolut. Guck mal hier vor uns, das sieht doch überhaupt nicht schön aus. Aber irgendwann sind sie alle dran. So sieht das aus. Und es gibt ja auch nur eine begrenzte Anzahl von Baufirmen. Und alles auf einmal wird wohl schwierig werden. Aber es scheint hier auch richtig voranzugehen. Es gibt hier ein Einkaufszentrum, das ist so Schrott. Das soll jetzt in den nächsten 2 Monaten abgerissen werden. Metro, ne? Ja. Sollen wir das noch mal zeigen?
Bloß. Aber das hat ja mit Wohnen nichts zu tun. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber das sind für mich so Zeichen, es geht voran. Es geht für uns zwar nicht schnell genug voran, aber man muss da wahrscheinlich auch ein bisschen geduldig sein. Man kann ja nicht alles, was hier nicht mehr so schön ist, einfach abreißen. Das gehört ja auch irgendjemandem und dann gibt es Prozesse und. Aber diese Wohngegend hier wirklich sehr, sehr schön. Auch hier diesen Bungalow beispielsweise, da waren wir mal drin. Sehr, sehr großzügig angelegt, total ruhig. Ja. Hier an der La Sandia, sagt man das so? Der La Sandia, ja. Haben wir dann auch einen Supermarkt. Hier in dem Fall Super Dino. Das ist ein etwas kleinerer Markt der Gruppe Hyper Dino. Trotzdem bekommt man da alles. Aber wir können hier gleich nochmal einen kleinen Supermarkt auch zeigen. Da wird auch unglaublich gerne eingekauft. Da waren wir auch mal drin. Ja, das ist ein Holländer, ne, oder? Ich glaube. Hier auf der linken Seite haben wir jetzt wieder Apartmentanlagen. Und das Bohemia Suites and Spa, das ist auch ein 5-Sterne-Hotel, glaube ich. Ja. Ach, Bolianos Supermarkt. Ja, der ist auch gut sortiert. Preislich völlig in Ordnung. Ja, also die Leute, die hier ihre Apartments haben, die kaufen hier auch ein. Das sind häufig ältere Menschen, also viel ältere Menschen als wir. Wir sind ja auch schon alt. Und die haben dann kein Auto und wollen auch keine weiten Wege zum Einkaufen haben. Ja. Wenn es um größere Einkäufe geht, das beobachten wir immer wieder. Dann gibt es hier Lieferdienste, die liefern die Lebensmittel, die man dann telefonisch wahrscheinlich bestellt. Oder aber auch die meisten Supermarktketten liefern auch ab einem gewissen Einkaufswert frei Haus. Genau. Und manche Menschen, die dann sagen, nein, ich möchte das doch trotzdem lieber selber einkaufen, die setzen sich ins Taxi, fahren zu Lidl, bestellen ein Taxi und fahren mit den Einkäufen dann wieder zurück ins Apartment. Also das ist auch noch eine Möglichkeit. Genau. Jetzt sind wir hier wieder in einer kleineren Stichstraße. Ja, die ist ganz schön. In der wir auch wieder Apartmentanlagen haben, glaube ich, ne? Apartmentanlagen, genau, du hast recht. Hier hinten ganz in der Ecke war ich auch schon in einigen Apartments, die sind auch wirklich schön. Aber hier zahlt man natürlich auch Lage, 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 ne? Weil gleich dahinter ist die Promenade mit Blick auf den Atlantik. Hier ist Bellevue hier zum Beispiel. Die sind aber auch nicht groß. Aber gut, was braucht man schon, ne? Ja, man muss natürlich immer wissen, was man will, ne? Will man auf kleiner Fläche leben? Braucht man einen Garten, einen Rasen? Braucht man ein großzügiges Grundstück, wo man dann vielleicht für die Kinder auch Spielgeräte aufbaut? Reicht der Balkon? Reicht der Balkon? Möchte man dort vielleicht mal mit Freunden auch seinen Geburtstag feiern? Braucht man eine Terrasse oder möchte man lieber einen Balkon? Möchte man beides? Möchte man aufs Wasser gucken? Das sind alles die Fragen, die sollte man natürlich, wenn man sich hier mit dem Gedanken auseinandersetzt, hier wohnen zu wollen, sollte man sich einfach mit Experten zusammensetzen, die davon Ahnung haben. Also wir sind das nicht. Wir haben da keine Ahnung von. Nee. Ein bisschen schon, aber rein subjektiv. Aber hier seht ihr auch mal wieder, wie eng hier geparkt wird. Ja. Also das ist hier eine Straße, da wird es echt immer knapp mit Parkraum. Ja. Okay, es ist Sonntag. Unter der Woche ist es ein bisschen einfacher. Hier sind natürlich viele Eigentümer in ihren Apartments an den Wochenenden. Ich habe sowieso das Gefühl, als ist hier schon wieder ein Feiertag. Es ist schon wieder ganz voll bei uns. Ja. Also hier gibt es Feiertage, das glaubt kein Mensch. Jede einzelne kleine Gemeinde hat auch eigene Feiertage. Ich würde immer umziehen. Brauche ich mir gar keinen Urlaub nehmen. Man könnte 365 Tage im Jahr frei haben hier. Jetzt bin ich hier wieder in einer kleinen Stichstraße und eben war es ein bisschen lauter, weil hier ein Bus lang gefahren ist. Das bedeutet also auch die Versorgung, der Personen,
Nahverkehr mit den Bussen ist auch hier gut geregelt. Also hier durch Playa del Inglés gibt es auch ganz, ganz viele Buslinien. Da muss man sich auch keine Sorgen machen, wenn man jetzt kein eigenes Auto hat. Und ich stehe jetzt hier quasi wieder mitten im Leben sozusagen, etwas abseits. In 10 Minuten zu Fuß ist man dann an belebten Straßen mit Restaurants und Bars. So, wenn hier kein Auto fährt, dann hört man nur Vögel. Ja, ich bin immer wieder selbst erstaunt, dass man mitten in Playa del Inglés so eine Ruhezone finden kann. Ja, absolut. Sehr wichtiges Thema neben Thema Parken und Thema Einkaufen. Also Thema Einkaufen, hier sind wir jetzt auf der Avenida de Tirajana. Hier gibt es viele kleinere Supermärkte wie den Spar hier gleich vorne an. Alle paar Meter eigentlich, so ein kleiner Supermarkt. Ja, absolut. Vom Preis her natürlich dann, man sieht ja, die Lage ist 1A hier. Wenn man dann hier Lebensmittel einkauft in den kleineren Supermärkten, da wird es dann sicherlich mal einen Euro mehr kosten. Das heißt, ich kann es dir gar nicht sagen. Wir waren noch nie in diesen Sparmärkten hier auf der Tirajana. Aber Jürgen hatte hier mal Nudeln eingekauft, weißt du das noch? Das waren noch Bio-Dinger oder was? So, und das war schon ein anderer Preis. Hier haben wir das Restaurant, in dem wir gestern waren. Das ist das Romeo. Das sind zwei total nette Jungs. Die haben es echt im Griff. Toll. Der beste Service, den man sich überhaupt vorstellen kann, durch Niki, und eine der besten Küchen repräsentiert durch seinen Partner Markus. Also die beiden haben es wirklich drauf. Aufgepasst, aufgepasst. Bei Niki hat man niemals ein leeres Glas. Ja. Niemals. So toll ist der Service. Und der macht das alleine, ne? Also wir waren ja gestern Abend da und an unseren beiden Tischen saßen so 20 Leute. Wir waren knapp 20 und dann war ja auch noch der ein oder andere Tisch auch noch besetzt. Also ich sag mal, da waren noch vielleicht 10 bis 15 Gäste mehr. Ja. Und Niki war immer da. Immer, immer. Mega aufmerksam, unglaublich der Typ. Und Markus, danke fürs leckere Essen. Ja. Also das Romeo ist wirklich ein Besuch wert. Und das ist, also man denkt immer so, gute Küche, das kostet dann auch immer deutlich mehr. Fahr doch hier nochmal runter, bitte. Das ist auch nochmal interessant. Also sicherlich ist das kein Fast-Food-Preis, den man da zahlt. Aber auch bei Fast-Food kann man ja richtig viel Geld bezahlen. Also das ist ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen. Total in Ordnung, lecker ist es. Haben auch immer mal was anderes auf der Karte, je nach Saison, ja. Mal gucken, wie voll das hier bei unseren Nachbarn im Cappuccino-Haus ist. Ja, also hier eine sehr kleine, also eine kleine belebte Zone mit Cafés. Wir fahren jetzt hier quasi runter an den Strand von Playa del Inglés, wenn wir jetzt hier runterfahren würden, was wir nicht tun. Man fährt hier diese Straße immer weiter runter, bis man unten an Annexo 2, so heißt das, dort angekommen ist. Gleich mal links am nächsten Kreisel, bitte. Okay. So, und auch hier links und rechts natürlich Hotels, klar. Aber auch, wie gesagt, zahlreiche Apartmentanlagen, in denen man hier wohnen kann. Wer dann das bevorzugt, hier in Strandnähe zu wohnen, der findet hier sicherlich ein Apartment, das den Ansprüchen genügt. Und wenn du jetzt die nächste rechts reinfährst, ja. Richtung Centro Comercial Caspar, eine der Schandflecke, finde ich, dann findet man hier auf dieser Straße dann auch links und rechts wieder Bungalow-Anlagen. Also für jeden gibt es hier irgendwas. Ob es ein Apartment ist mit 40 Quadratmeter, ob es ein Bungalow ist mit 70 Quadratmetern oder ob es ein Einfamilienhaus ist mit 130 oder 140 Quadratmetern. Ich denke ja auch, es ist alles dabei. Alles da. Ja, ich glaube, wir haben ein realistisches Bild über Playa del Inglés machen können. Ja. Bunt, laut, schillernd, aber eben auch
ruhig. Für Erholungssuchende gibt es auch alles. Also eigentlich ist für jeden etwas dabei. Ja, und abschließend werden wir dann diesen Teil mal mit der Fahrt über die Avenida de Gran Canaria. Das ist ja auch nochmal so ein... Wo ist die denn? Da. Ein kleiner touristischer Bereich. Und dann sagen wir an dieser Stelle, glaube ich, schon mal Tschüss, oder? Oder, nee, man sagt hier ja nicht Tschüss. Man sagt hier ja... Adios. Adios oder hasta luego oder hasta pronto oder hasta proxima, oder? Das kann sogar unsere Enkelin schon. Hasta mañana. Sagt auch mal hasta luego, ja. Opi. Ja. Also vielen Dank fürs Zusehen. Nochmal vielen Dank für die ganzen Genesungswünsche. Sind auch immer noch angebracht, weil man hört das vielleicht, die Stimme funktioniert noch nicht hundertprozentig. Ich möchte da nicht mehr drüber reden. Nee, wir blenden das jetzt einfach mal aus. Ja. Sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal und die Bilder jetzt von der Avenida de Gran Canaria. Relativ viele Hotels hier zur rechten Seite, ne?